Bären hüpfen hier und dort und ups, falsche Taste erwischt. Da seid ihr wieder. Hallo, meine Freunde. Moin, moin, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Synapsengulasch von und mit dem coolen Graver. Ihr habt selber Schuld, wenn ihr wieder reinschaut. Ich hätte es nicht gemacht an eurer Stelle. Aber nun seid ihr schon mal da. Nun bleibt ihr gefälligst auch hier. Auch wenn ihr mich gerade habt singen gehört. So schlimm war es nicht. Ihr habt noch nicht gehört, wenn Avey und ich im Duett singen. Das wird noch viel besser. Jo, ich mache, wie ihr seht, da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Das heißt, wir sammeln das Stroh auf. Was machen wir mit dem Stroh? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch überlegen, wir können es direkt verkloppen. Kann man das einlagern? Gibt dafür irgendwo richtig Kohle? Also richtig Kohle kriegen wir dafür nie, aber wir müssen ja die Zeit noch irgendwie rumkriegen. Bis der Rest vom Feld so weit ist. Warum ich die Reihen in so komischer Reihenfolge abfahre, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich weiß es selber nicht. Aber egal, ich hab's irgendwann alles drin. Wir haben es ja nicht eilig, oder? Habt ihr es eilig? Dann seid ihr bei mir verkehrt. Ist das schön. Wenigstens hier hört man die Vögel zwitschern. Bei uns draußen jetzt die letzten Tage war das so arschkalt, da siehst du nicht mal meine Fliege fliegen. Das war ja echt übel. Was da so in letzter Zeit an Temperaturen bei uns so abgegangen ist. Aber mittlerweile geht es Gott sei Dank wieder. Es wird wieder milder. Ich hoffe, dass dann jetzt die Vögel bald wiederkommen. Denn ich bin gut zu Vögeln. Ich mag Vögel. So rum. Muss ein bisschen aufpassen, was ich hier sage. So, der ist jetzt voll. Was muck wie nun? Ich könnte mir eigentlich schon mal eine Ballenpresse kaufen und da ein paar Ballen draus machen für die Viecher. Das wäre eigentlich mal gar nicht so ganz blöd. Aber wir können ja erstmal noch hier unten Richtung Holzverarbeitung kacheln. Und da reinschmeißen, damit die wirklich schön randvoll ist. Gerne auch übervoll. Hab ich da überhaupt kein Problem mit. Damit die arbeiten kann. Dann wissen wir auch gleich, wie der Stand ist. Ja, ich könnte es auch im Tablet nachschauen. Das ist aber nicht so sehenswürdig, als wenn ich jetzt hier durch die schöne Landschaft fahre und euch ein vom Pferd erzähle. Nein. Also die Landschaft ist ja tatsächlich schön. Da gibt es ja gar nichts. Das hat der Fair Action toll gemacht. Da bin ich ganz stolz auf ihn. Und ich freue mich schon jetzt auf die gleiche Map, also ähnliche Map, im LS19. Kann ich nur hoffen, dass er sich da nicht allzu lange Zeit lässt. Bis er das dann umbaut. Weil wenn ich eins hasse, ist es warten. Auch wenn ich verstehen kann, wenn er dann sagt, so, ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Egal. Ich auch. Also habe ich keine Zeit zu warten. Kann der Kier schon drin? Ich glaube, den Fehler haben wir schon ein paar Mal gemacht. Aber nee, ich glaube, das geht. Oder? Geht das? Passt das? Boah, da vorne müssen wir hin. Das passt. Das passt. Was kriegen wir hier eigentlich raus? Boah, da hören wir sich schon arbeiten. Ihr seht, ich darf abkippen und ja, es. Hallo? Wieso habe ich das wohl jetzt nicht mehr? Gerade war es doch da. Ach, war ich zu nah dran. Oh, geht da doch noch ein bisschen was rein. Können uns dann nebenbei mal umschauen. Ah, guck mal, hier sieht man das sogar richtig schön, wie die Dinger da durchgehauen werden.
Ja, durch den Reifen interessiert keinen. Und dann werden sie da durchgeschossen und gleich aufsortiert. Das läuft da wie am Fließband hier. Brennstoffe 75.000 haben wir dran voll. Holz läuft auch gut. Bretter, Paletten. Oh, hat auch schon ein paar. Jo, das lübt. Oh, schau mal, die ersten Paletten sind sogar tatsächlich schon fertig. Werde ich den da irgendwo mal abholen müssen. Denn zur Palettenfabrik bringen. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich die aufladen soll. Nee, das wird lustig. Naja, muck wie schon. Oh, seht ihr, da ging ja doch noch ein bisschen was drin. Ja, mehr nimmt er nicht. Hier mal, dass daneben die Hackschnitzel abgesammelt werden können, theoretisch. Aber nicht mit dem Hänger. Also nicht jetzt zumindest. Ist die Frage, wo lassen wir jetzt den anderen Kram davon? Da vorne ist eine Lagerhalle. Wenn ich das da erstmal rinkippe, dann kann ich das doch später mit so einem kleinen Lader darüber karren, oder? Probieren wir es doch einfach mal. Mehr als weg sein kann es nicht und so viel Kohle bringt das nicht, also was soll's. Koppeln, Pickup-Ladewagen. Steuerung links und I. Dann lädt das einfach ab und dann gibt es dann einen schönen kleinen Bärsch. Okay, der Bärsch wird langsam etwas größer. Ich würde sagen, das passt. So, machen wir wieder dicht. Und fahren zurück. Also, das löst. 2 Stunden später. Ja, der Cut war notwendig. Nein, nicht, weil ich so scheiße gefahren bin. Nein, auch nicht, weil ich unanständiges Zeug geredet habe. Also, das auch, aber das hat nichts mit dem Cut zu tun. Ich muss da irgendwie auf die falsche Taste mal wieder gekommen sein. Dementsprechend war die andere Aufnahme beendet und ich rede mit 10 Minuten ein Wolf, ja, um dann festzustellen, oh, die Aufnahme läuft gar nicht mehr. Naja, was soll's. Viel verpasst habt ihr nicht. Das war einfach nur die Rückfahrt von der Holzverarbeitung hierher. Darüber hinaus habe ich bemerkt, wie intelligent ich bin. Anstatt das Zeug da auszukippen, hätte ich es ja eigentlich auch zur Palettenfabrik fahren können. Da werde ich die Brennstoffe ja auch brauchen, aber die haben wir hier. Und wir haben, also ich habe in der Zwischenzeit, egal, lassen wir das. Nein, das kann ich euch nicht antun. Das geht nicht. So viel Testosteron verträgt keiner am frühen Morgen. Ach nee, wir haben mal Nachmittags, gell? Nee, trotzdem nicht. Nicht gut. Nee, nee. Krieg bloß wieder Ärger. Ärger von Mutti. Mutti guckt ja auch teilweise rein. Deswegen muss ich mal so ein bisschen aufpassen, was ich hier rede. Sonst kommt wieder einer. Nein, kann ja nicht sein, dass Mutti sich irgendwann schämen muss, ne? Und vernickt dann auch so ein großer Staben. So ein YouTube. Nein, war ein Scherz. Nein, Mutti guckt tatsächlich teilweise rein, deswegen so ein kleines bisschen benehmen muss ich mich tatsächlich. Und ansonsten gibt es irgendwann tatsächlich mal eins auf die Riesthünen. Was hast du da schon wieder gemacht? Kannst du dich mal benehmen? Ihr wisst ja, wie das ist mit den Muttis. Wir wollen ja nicht so gemein sein. So, fahren wir da rum. Fällt mir gerade ein, ich habe lange keine Hauptfach mehr geschaut. Ist die Karte mittlerweile eigentlich draußen? Ich glaube nicht. Das wäre so geil, so als Community-Projekt oder so. Die Karte echt fett.
Aber, und das ist ja auch okay, Lunchbox hat wohl nebenbei auch noch einiges im Real Life gerade zu tun. So war zumindest das Letzte, was ich gelesen habe, dass sich das dadurch so ein bisschen verzögert. Finde ich auch vollkommen okay. Ich meine, ups. Lieber so, als wenn er dann eine halbfertige Karte rausschmeißt, über die man sich nur ärgern muss. Weil das wäre echt schade. Die Karte hat echt Potenzial. Was man so in den Videos sieht von Wernersen und Co. Und das dann zu versauen muss, wenn man übereifrig wird oder weil die Leute einfach ein bisschen nerven. Fände ich schade. Das hat die Karte nicht verdient, weil da steckt echt eine Menge Arbeit drin bisher, was man so sieht. Und soll er sich die Zeit lassen, die er braucht? Real Life geht ganz klar vor. Das sagen wir euch ja auch immer. Wenn man ein Video einen Tag aushält, dann fällt dann wieder ein Tag aus. Ja, ich meine, wir haben alle Familie. Also, zumindest Avera und ich. Und da kann immer was sein. Kind krank, Kind im Krankenhaus, Unfall, Migräne. Ja, also muss ja nicht immer was Schlimmes sein. Kann auch einfach mal eine Feierlichkeit sein. Kann auch mal sein, ja, komm vor. Klar, man kann vorarbeiten. Versuchen wir in der Regel ja auch. Und wir versuchen ja auch wirklich täglich Videos zu bringen. Oder wie bei mir am Freitag, wo ich dann den Upload starte, dann zur Arbeit gehe und wiederkomme. Da steht, bei 95% ist er stecken geblieben. Eine coole Sache. Also, Videos runter, nochmal starten. Dann abends um 10, das bringt Spaß. Wenn man sich eigentlich nur noch aufs Bettchen freut. Aber das sind ja, also wir versuchen es ja, wir bemühen uns, aber das Ganze ohne Gewehr. Das wisst ihr ja. Müsst ihr halt mal Tag ohne Synapsengulasch auskommen. Müsst ihr ja am Wochenende auch. Oder ihr schaut euch in der Woche, ja, am Wochenende die Folgen von der Woche einfach normal an. Ich meine, so viel Langeweile muss man erstmal haben. Aber hey, gibt nichts, was es nicht gibt. Schaue ich lieber alle 2 Minuten mal rüber. So, läuft die Aufnahme noch? Ja, sie läuft noch. Ja, ihr hört den Scheiß, den ich von mir gebe. Haha. Den nehmen wir noch. Und dann fahren wir gleich zur Paletti. Dürfte Hänger auch fast voll sein. Betone ich doch fast. Die Schafis liegen nur bei 99% Produktivität. Was ist da los? Die sollen nicht so viel schafen hier. Hilfe. Seht ihr, da müssen wir auch mal schauen. Die sind ja kurz davor, zu Kinder zu kriegen. Ich weiß gar nicht, was wir da noch an Zeit hatten. Finanzen, Tiere. Noch 2 Stunden. Wieso nur 99%? Die haben doch alles, was sie brauchen. Aber gut, soll mir egal sein. Ach, seht ihr. Dann können wir ja auch gleich hier. Nicht Brauerei, nicht Kartoffel, nicht das. Holzverarbeitung, Palettenverkauf. Reifeisenfutter, Brennerei, Getreidehandel. Palettenlager, Palettenverkauf. Heizkraftwerk, Sägewerk. War das im Sägewerk? Shit, da muss ich jetzt ja doch mal hier reinschauen. Oh, Fabrik Skript. Da, weiter. Palettenfabrik. Die ist auch da unten. Wieso sehe ich die nicht? Da ist ein Gewächshaus, da ist eine Weberei und die Holzverarbeitung. Bin ich jetzt echt? Aber das wird da doch eindeutig angezeigt, oder? Macht aus dem Bretterpaletten, Hackschnitzel und leere Paletten. Aber da unten ist doch eigentlich die. Weiter. Fleischereilager, Krabben. Bin ich jetzt blöd? Fabrik.
Holzhacke. Kompostmaster, Klärwerk. Ich meine, Fabrik ist doch das, was wir gerade befeuern, glaube ich. Brennstoff und Holzstämme, genau. Die laufen. Oh, die Bretterpaletten sind eh fast voll. So, das ist das. Aber dann soll da tatsächlich auch gleich mit angefügt die Palettenfabrik sein. Was sind denn rote Punkte, was sind grüne Punkte? Ey, das ist doch alles zum Mäusemelken. Egal, wir fahren aber nochmal runter, schauen uns das an. Haben wir sonst eine Stadtton? Falsche Richtung. Und das wäre natürlich praktisch, wenn man bloß mit einem Lader irgendwie hier, mit so einem Teleskoplader oder so, hätte ich beinahe gesagt, hier mit unserem Kram hat das so eine Palettengabel von der einen Seite auf die andere karren müssen. Das wäre ja gar nicht ganz so blöd, oder? So, schauen wir mal. Jetzt müssen wir darüber. Soweit haben wir das ja Gott sei Dank nicht. Habe ich euch schon erzählt, dass mir die Landschaft gefällt? Ja, habe ich, ich weiß. Hinterm Deich. Nee. So. Das ist doch scheiße, man sollte sich das vorher alles mal gescheit anschauen hier. Ah. Aber gut, wir lernen es halt auf die harte Tour. Learning by doing und so. Also laut Kade. Was haben wir hier? Leere Paletten, Holzpaletten. Das sieht ja gar nicht so ganz verkehrt aus, wa? Ist bloß die Frage. Die werden ja sowas hier nicht brauchen. Schauen wir uns das doch mal an hier. Wareneingang. Kann man nicht ganz lesen, da haben wir einen Monitor. F1. So, Ruß- und Bretterpaletten. Ah, okay, und da kommen sie dann raus. Okay. Das heißt, dann muss ich tatsächlich da irgendwie hinschmeißen, oder was? Oh, das wird ja was. Das kann ja was werden hier. Und dann kommen hier Warenausgang, die leeren Paletten raus. Ich bin gespannt. Ich würde vorschlagen, ich karre den jetzt einfach mal erstmal an die Seite hier. Ich stelle den jetzt einfach mal hier kurzzeitig ab. Den holen wir uns später. Wir suchen uns den guten alten Kramer. Ja, ich weiß noch nicht, wenn ich schon. Die Schaufel können wir doch theoretisch einfach mal hier lassen. Nen, 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 nen. Das ist jetzt wirklich nur ein Versuch. Ich weiß nicht, ob es klappt. Oder ob es tatsächlich so ist, wie ich vermute. Das Ding geht auf die Schmitzkatze hier. Oh, ich darf hier nur 100 fahren. Nicht zu schnell. Muss ich schon ein bisschen aufpassen. Oh, eine Allradlenkung hat das Ding auch, sehe ich gerade. Und GPS, oh mein Gott. GPS habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Steuerung links und Keypad 0. Boah. Alter, ist das fett. Nein, wir machen das wieder aus. Steuer. Ich weiß ja nicht, was ich da so kaputt machen kann. Aber das schaue ich mir dann die Tage auch mal an. Das finde ich ganz interessant. Gerade so beim Felder. Oh, schau mal, da ist schon wieder schön Gras gewachsen. Das Feld sieht auch fertig aus. Das heißt, die können wir dann nachher gleich mal runterholen und aufs nächste setzen. Das ist dann aber eher was für die nächste Folge. Oh, bitte lass das funktionieren.
So wie ich mir das vorstelle. So. Wir brauchen. Diverse Schiebeschlüssel, Kompaktlader, Schneider, Tieflader, Dollys. Nee, nee, nee. Autos. Oh, oh. Wo findet man denn sowas unter Diverses? Nö. Ein Schiebeschild ist es auch nicht. Kompaktlader. Das sind ja wirklich die Fahrzeuge, nehme ich mal an. Kettensägezahl, Mähwerkstriegel. Nee, Mähwerk ist das auch nicht. Düngestreu, Mischstreu, Grubberflügel, Überladebahn, Fliegel. Gepäckrimmel, Rüben, Erde, Feldhäcksel, Erntemaschinen, Frontlader. Das ist da vielleicht mit drin. Das sieht gar nicht so verkehrt aus gerade. So, da haben wir eine Palettengabel, die kaufen wir jetzt einfach mal. Hauptfarbe ist mir total egal. Kaufen, abholbereit, super. So, gekauft haben wir es uns, liebe Leute. Aber nichtsdestotrotz, es hilft nichts. Es ist schon wieder Schluss für heute. Ja, ich weiß, ist schon hart, aber so ist das Leben. Das Leben ist kein Ponyhof. Auch ich sollte versuchen, mich zumindest an die ungefähre Dauer der Videos zu halten. Tut mir leid. Also, von dato hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Runde, wenn wir einen schönen Synapsengulasch kochen. Bis dato, tschö mit Ö.